Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ihrer Mobile ID von Swisscom in CITRUST MOXIS arbeiten und Dokumente einfach und rechtsgültig elektronisch unterschreiben können. Der Auftraggeber bereitet ein neues Dokument zur Unterschrift vor. Das Dokument wird hochgeladen und die Unterschreiber ausgewählt. Das kann eine einzelne Person sein, Sie können aber auch jeden beliebigen Unterschriften-Workflow in MOXIS abbilden. In unserem Fall soll das Dokument zunächst von zwei internen Mitarbeitern unterschrieben werden. Sind diese Unterschriften erfolgt, erhält eine externe Person das Dokument zur Unterschrift. Nun werden die Platzhalter angebracht. Sie zeigen an, an welcher Stelle die jeweiligen Unterschriften visualisiert werden sollen. Einfach per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen und fertig. Das so vorbereitete Dokument wird nun an die Unterschreiber versendet. Diese werden per E-Mail benachrichtigt, dass ein neues Dokument zur Unterschrift vorliegt. Nun sehen wir uns den Signaturvorgang auf Seiten des Empfängers an. Neben dem soeben erhaltenen Dokument hat der Empfänger aktuell noch zwei weitere zur Unterschrift vorliegen. Alles kann nun durchgesehen und geprüft werden. Ist alles korrekt, werden die Dokumente vorgemerkt und mit einem einzigen Signaturvorgang im Stapel unterschrieben. Dazu wird die Mobile ID von Swisscom genutzt. Sie wird einmalig in der Unterschriftenmappe des Unterschreibers hinterlegt. Zum Signieren bestätigen Sie den Signaturvorgang auf Ihrem Mobiltelefon. Jetzt ist Ihr PDF mit einer Signatur versehen, und zwar konform zum Schweizer Signaturgesetz. Einfach, sicher und rechtsgültig unterschreiben. Überall und jederzeit. Mit CITRUST MOXIS und Swisscom.